Willkommen zu eBay sucht den Superschrauber, der Recall. Charlie und ich besuchen heute ein Mechanikerteam in Haag in Oberbayern. Andreas und Willi möchten sich in der ersten Show unserer zweiten Staffel den Titel eBay Superschrauber erkämpfen und 5000 Euro gewinnen. 5000 Euro. Also das lohnt sich. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Die beiden schrauben in einer ganz besonderen Werkstatt, die ihr alle schon kennt. Und zwar die Volvo Vertragswerkstatt, in der unsere Show stattfindet und in der du auch schon richtig leiden musstest. Meine neue Lieblingshalle. Ja, auf jeden Fall. Die beiden sind es leid, immer nur zuzuschauen, wie andere in ihre Halle schrauben. So, Opa, Winkelgetriebe undicht. Muss mal neu abdichten. Schmeißt das gleich raus, oder? Ah, da muss man noch auf die Herrschaften warten. Die beiden sind fest davon überzeugt, dass sie es locker mit unserer Superschrauber-Jury aufnehmen können und dass sie mit Leichtigkeit aus der Halle fegen werden. Mit Leichtigkeit? Mit Leichtigkeit auf jeden Fall. Das möchte ich sehen. Sie sind herzlich willkommen. Sie haben auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen. Nils, du denkst an meinen dicken Bauch. Klar. Ja. Auf jetzt. Wie daheim. Daheim, gell? Oder? Servus. 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 Servus, grüß dich. Hi, grüß euch. Nils. Hi. Andreas. Charlie, Servus. Grüße. Hi. Servus, Willi. Hi. Hallo, Willi. Grüße, Charlie. Das ist euer Schmuckstück hier. Das ist mein Schmuckstück, ja. Das ist deiner. Meiner, ja. Wir sind beide Volvo-Mechaniker, leidenschaftlich Volvo. Der Willi seit 85, ich seit 96. Also da muss ich jetzt aber noch mal einhaken. Wie kann man denn für das Volvo-Modell eine Leidenschaft entwickeln? Da muss man doch ein bisschen schmerzpervers sein, oder? Also ich bin bekennender Volvo, also Anti-Volvo-Fahrer. Wieso? Also ich habe mir jedes Mal die Finger gebrochen. Du, Charlie, aber wenn ich da rausschaue, habe ich mir immer die Karten gelegt. Das ist nicht schöner. Da gefällt mir der besser. Okay. Was ist denn das? Das ist ja auch das heißt aber, ihr glaubt, dass ihr schon auch bei einem anderen Modell euch gegen die anderen da durchsetzen könnt. Das wollen wir jetzt dann rausfinden. Ja. Was macht ihr dann hier für uns? Wir bauen das Winkelgetriebe aus und werden das neu abdichten, weil wie man sieht, das ist halt undicht, das droppt raus. Könnte man es einfach austauschen? Ja. Und warum macht ihr das nicht? Weil ihr richtige Reparierer seid. Gibst du uns dann 3.500 Euro? Na, die könntet ihr gewinnen, wenn ihr gewinnt. Okay. Ihr könnt jetzt ein Däumchen drehen. Aber da müsst ihr in Vorleistung treten, das ist schlecht. Ja. Ja. Ja, als Arbeiter haben wir nicht so viel, dass wir uns alles gleich immer neu machen können. Das oder stimmt. Alles kaufen können. Was habt ihr für eine Zeitvorgabe? Also, ich schätze mal, so in 3 Stunden müssen wir das haben. Los geht's. Wie oft hast du eine Aufgabe schon gemacht? Selten. Gerade die alten. Erstens Lauffenster. Was hat der Kilometer drauf? 330. Cool. Da darf sowas auch mal kaputt gehen, oder? Ja. Muss mal klopfen. Jawohl. Der Traggelenk befährt sich ein wenig. Was habt ihr sonst so für Arbeitsteilung? Ja, es ist vorne und die Arbeit hinten. Vorne und nix. Ich schaff die Arbeit an, ja. Genau, ja. So muss das laufen. Hast du irgendwo Reifenkreide? Das muss gerade markieren. Was musst du da markieren? Damit die Kardanwelle in die gleiche Einbauposition wieder reinkommt, wie sie drin war. Weil die ist nämlich ausgewuchtet und wenn man die verdreht, dann könnte es sein, dass da wieder Vibrationen beim Fahren entstehen. So. Wie kommt ihr eigentlich auf die glorreiche Idee, hier euch zu bewerben? Habt ihr euch die Videos alle angeschaut? Nicht alle, weil bei manchen Sachen war ich live dabei. In dem Hintergrund. Okay. Und was sagt ihr? Haben die was drauf, die anderen Schrauber? Ja. Auf jeden Fall. Und ich sage jetzt einmal, also ein Calibra V6, die blöde Kopfdichtung, ja. Ist ein alter Hund. Also das war jetzt nicht unbedingt
Immer hätte es nicht unbedingt. Ja. Wir haben gar nicht mit so viel Bescheidenheit gerechnet, gell? Nee, das klang eigentlich am Telefon anders, oder? Ja, ja, das klang so richtig selbstbewusst. Ihr kommt da hin, ihr räumt das ab. Nein, wir haben das schon beredet. Es gibt ja auch ein Preisgeld, sage ich mal. Mhm. Und er hat gesagt, das machen wir, das kriegen wir. Dann sage ich, das ist nicht so einfach. Nein, ich hab gesagt, ich bin jung und brauche das Geld und du bist wegen dem Bierfreibier da. Andi, vielleicht habe ich gar nicht richtig aufgepasst. Warum der? Weil das zu meiner Lehrzeit halt einfach für mich das Auto war. Mhm. Der hat schon damals, also Ende 90er, 265 PS gehabt. Mhm. Da gab es jetzt noch nicht viele Kombis, die sowas hatten. Den habe ich seit März letzten Jahres. Den habe ich günstig gekriegt, weil wenn man im Internet schaut, gibt es nicht viele von denen. Und wenn es einen gibt, dann ist er bei 20.000. Mhm. Und ja, den habe ich mir jetzt gegönnt. Ist eine Wertanlage, sagen wir so. Aber ich fahre jeden Tag damit. Und dann macht es schon Spaß, wenn dann mal so BMW-Fahrer dann auf der Autobahn ärgert und der dann halt es nicht glauben kann, dass man halt da zu viert im Auto drin sitzt, in so einem Kastenwagen und den halt mit seinen 530er noch überholen kann. Geht's, Opa, oder soll ich das mal machen? Ja? Du hast die Schramasse da, oder? Ja, die da nicht. Ja, die da nicht, aber das ist ja die, wo du hebt. Ja, ich hab die eins drüber offen. Ja, das war die vom Getriebe. Ja, sehe ich auch gerade, ja. Also ich muss sagen, wenn ich mir das anhöre, kann ich mich da schon ein bisschen für begeistern. Für Volvo klingt. Ja, so hier das Ding. Allrad, ganz gut Leistung, Kombi, das klingt irgendwie nach einfach Spaß und trotzdem praktisch. Nils, selbst wenn es so wäre, wirst du mich nicht dazu kriegen. Volvo hat auch so seine Eigenarten. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte sehr blutige Hände. Also für mich war da gefühlt kein Platz. Ach, Charlie, du blutst wie Sau, ey. Ach, Mann. Ist das deren fucking Ernst mit diesen ganzen versteckten Kackschrauben hier? Was ist denn das, bitte? Oh, leck mich am Arsch. Sei bloß im Bett geblieben. Und deshalb verstehe ich diese Volvo-Leidenschaft bis heute noch nicht. Vielleicht liegt es ja an dem Patschehändchen, vielleicht kommst du einfach nicht gescheit hin. Nein. Das ist durchaus möglich. Nein, gelenkig sind die Dinger aber einwandfrei, aber nee, ist schon recht, die tragen schon sehr auf. Tja, draußen. Charlie, du hättest länger gebraucht. Schau mal, deine Arme und meine, ich konnte aufgelangen, aber bei dir ist ja klar, dass du alles blutig wirst. Du mach mal deine Arbeit da jetzt erstmal fertig, ja? Bevor wir hier anfangen können hier. Ja? Die sind für was anderes gut, die Hände. Die sind, ja, genau, du sagst es. So. Danke, Nils. Die sind für andere Sachen denn gut. Ja, gut. Ja? Dafür bin ich nur recht schnell. Du musst gleich abdampfen draußen. Ja, Stoßleine. Oder Lumpen einstecken und wasch's ab. Dreck. Was hat? Mit dem Dreck sag ich, Stupsel nicht da. Hinten vorne, dass nichts reinkommt. Dann waschen wir's ab. Charlie, fühlst du dich überhaupt wohl hier? Verstehst du, was die sprechen? Also ich hab immer wieder zwischendurch so einen kleinen Schauer. Also diese Sprachbarriere, die gibt's ja immer wieder. Das ist ja, wenn unser Andreas da ist und der mal richtig losliegt. Du bist vielleicht heute hier. Du kennst ja nur das Auto. Komm ich auch nicht bei jedem Satz mit hinterher, aber so inhaltlich doch, so im Großen und Ganzen klappt es eigentlich ganz gut. Bei dem Winkelgetriebe hier kommt die Kraft von der Seite aus dem Getriebe, geht da weiter Richtung rechtes Vorderrad und wird hier dann umgelenkt noch an die Hinterachse. Das ist ja ein Allradauto. Also man kann dann hier sehen, dass hier ist ein O-Ring drinnen, da läuft das Öl raus und eigentlich sollte so ein Getriebe halt nicht verölt sein. Das muss man jetzt halt neu abdichten, da sind Wellendichtringe. Die machen wir jetzt einfach neu, dann schauen wir das auf und machen auch, weil der hier an dieser Stelle auch immer Öl verliert, machen einfach eine neue. Ist das eine typische Schwachstelle bei den Modellen? Irgendwann mal kommt es, ja. Ja. Also aber bei allen. Also alle, die Winkelgetriebe haben, fangen irgendwann mal da. Das sieht man. Bei über 300.000 Kilometer kann man schon fast nicht mehr von Schwachstellen sprechen. Kann man schon mal einen Tropfen Öl verlieren. Raus zum Waschen. Na, das ist doch für die Lehrlinge das Lieblingsspielzeug, oder? Genau. Warum macht denn das der Meister? Weil es sein Auto ist. Genau. Ja, so kann man nicht ummachen.
Wenn du mit dem Strahler so nicht rangehst, bist du alleine schon 3 Stunden mit dem Putzen beschäftigt. Hast du so ein Ding schon mal auseinandergenommen? Na. Na, noch nie. Ich hab auch noch nie ein Winkelgetriebe in der Hand gehabt. Schon mal der erste O-Ring, der undicht ist. Die arbeiten schon schön zusammen. Mhm. Mhm. Können wir das ja schön mit dem Bremsenreiniger nochmal ausschwappen. Ne? Rumgeaßt mit dem Material. Sonst krieg ich es nicht sauber. Das ist doch teuer. Wenn das der Lehrling gemacht hätte, denn der hätte aber. Ja? Und der Meister macht das auch. Und die Wellen, die du jetzt reinschleifst, die gleichst du mit Masse aus. Klang mal drüber, ob du sowas spürst. Ich würde es weder spüren noch sehen. Sieht aus wie neu. Außen der Ring ist auch neu, oder? Der ist neu, ja. Aber das ist das Problem hier, halt der alte Ring. Ne? Der normalerweise ist das ein Gummi, aber der bricht ja wie, ja. Wie Kunststoff ab. Was ist für dich, was macht Volvo für dich aus? Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich hab das Lehrer angefangen. Ich hab mir dann ein Auto eingebaut. Das war ein alter 360er. 115 PS Heckantrieb. Und war eigentlich schon ein sehr sicheres Auto. Hm. Ich bin ein Igel ausgewichen, der Schrocker, gelenkt und habe mit Rad und habe 2 Bäume erwischt. Okay. Also beim Handschuhfach haben wir mit dem Fuß einsteigen können. Ja, ja, ja. Da waren wir zu zweit drin, ja. Und dann haben wir ausgestiegen und es hat nichts gefällt. Das ist praktisch, ja. Aber was ich wirklich erstaunlich fand, da kam das Formschöne war diesmal nicht mit bei. Und da bist du mir äußerst sympathisch. So, das ist Willi seine legendäre goldene Ölkanne. Wieso Gold? Die brauchen wir aber. Muss mir in die Kamera zeigen. Schau mal, die goldene Ölkanne. Wieso hast du eine goldene Ölkanne? Weil der Willi grundsätzlich alles mit dem Motoröl schmiert. Also von Türscharnier bis Mutter. Also er benutzt weder Rostlöser, sonst irgendwas. Schau her, wie das ausschaut. Das geht streng. Und wenn man einfach ein bisschen Öl aufhört, dann läuft's schon. Ja, wer gut schmiert, fährt gut. Jetzt habe ich ein bisschen Öl drauf, wie der Willi sagt, und schon flutscht es rein. Schön läuft. Der hat gelernt. So, da brauchen wir unser Spezialwerkzeug wieder. Oha. So, wo habe ich meine schöne Markierung hin? Da. Ja, wir haben es vorhin markiert, weil man kann das Lagerspiel hier mit einstellen. Und wenn man es vorhin markiert, dann weiß man ungefähr, wo es, oder nicht ungefähr, sondern wo es genau war. Das passt. Also wenn man es zu fest macht? Ja, dann kannst du das Lager fressen, im schlimmsten Fall. Mhm. Deswegen dreht er eigentlich immer mit, um zu schauen. Ja, das ist einfach. Genau. Gut, dann machen wir noch den Simmering rein und den anderen. Das darfst du jetzt rausholen, weil das mache ich kaputt, wenn ich das raushole. Und kann ja nachher noch jemand sagen, wenn es undicht ist. Das genau, dann war sie. Genau, das ist halt. Tja, was macht er da? Soll ich entweder die Pulsadern aufpieken oder den Simmering raus operieren? Der sitzt natürlich immer sehr fest. Man muss ja auch abdichten. Das ist dann immer so eine kleine, riskante Situation, den Schraubendreher da reinzumeißeln. Beim Abrutschen machst du halt die Dichtfläche kaputt. Und deshalb ja, muss man schon wissen, was man da macht. Oder die Pulsadern. Oder halt die Pulsadern anritzen, ja. Der kommt bei uns anfangen, der war was. Ja. Der kommt bei uns anfangen, der war was. Der dichtet einmal innen drin über den drehbaren Zapfen, also die jeweilige Welle, die sich dreht, hier drüber ab und ans Gehäuse über die Außenkante. Und den musst du halt aufsprengen
und dann raushebeln und dabei aufpassen, dass du nicht die Außenkante zerstörst oder den Zapfen, wo er läuft. Beide Schadstellen würden dazu neigen, dass dann halt das Öl ausläuft. Also da muss man dann wirklich mit vorsichtiger Rohrgewalt agieren. Mit vorsichtiger Gewalt? Mit vorsichtiger Gewalt, ganz genau. Anders kann man es nicht erklären. Das ist natürlich bei denen knifflig, weil der ist zweimal ein Rand, also sozusagen, wo die Gummidichtlippe rüber muss. Sehr spannender Moment, den Simmering richtig gerade ansetzen können. Und du kannst dabei kaputt machen, du kannst beschädigen und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Und jetzt schalte das an. Wenn man nicht aufpasst, dann rutscht halt die Feder runter. Die Feder weg. Ist er nicht mehr dicht. Wenn du jetzt darauf nicht geachtet hättest, dann wäre er undicht. Dann wäre die ganze Arbeit umsonst. Ja. Deswegen kommt jetzt der Willi zum Einsatz, weil er kennt da einen Trick. Klebebandel. Erfahrene Schrauberkunst. Meine Schrauberkunst ist die, dass ich da kein Spezialwerkzeug nicht habe. Und da ist die Kerbe mit dieser Leerbahn zu, papp. Und dann rutscht der Simmering nicht in die Kerbe rein, sondern rutscht drüber. Klebebandel bleibt zum Ausbau. Sonst wär's nichts. Ja. Genau. Jetzt ist definitiv, also vom Gefühl her schon, weiß ich, dass das passt, also dass da drauf ist, dass da nichts runtergerutscht ist. Ja, sogar auf dem alten Abdruck, brutal. Dann machen wir so drei. Pass auf die Finger auf meine. Das lief hier aber alles viel zu reibungslos. Ja, kein Rummimecker, kein Abreiße. Was meinst du, wie oft, dass ich schon geflucht habe, wenn ich irgendeine Scheiße mache, dann kann er fett auf wie du? Ja. Ja? Du weißt das selber. 10 Jahre und mache schon einmal, wo nicht fett ist. Du brauchst mir nicht sagen, natürlich. Dann sagst du, den sollte der Blitz treffen. Ja, beim Scheißen. Ja. Jetzt vorne wieder. Sieht ja aus wie so Ballermann-Saufspielzeug. Ja, oder beim Arzt. Ich gehe auch deshalb extra einen Schritt beiseite. Charlie. Ja, die. Machst du mal hinten Radl dran, Andi? Dreh mal hinten an die Radl. Und beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig? Ja, freilich. Das geht ja der andere Sven nicht. Du hast doch ein Allrad, oder? Gut. Und das hat es jetzt gebracht, oder? Das Drehen. Ja, dass der Verzahnung voll wird. Gut, dann fahren wir runter. Rall noch zählen. Ja, wir müssen erst mal gucken hier. Ob es dicht ist? Das auch alles? Abnahme machen. Fest, 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 fest. Keine Löcher, wo Schrauben reingehören. Und wichtig, keine Schrauben übrig. Die sind ja in deiner Hosentasche. Tja, Charlie, sei ehrlich, das ist doch wirklich ein schönes Auto, oder? Also das wirst du nicht aus meinem Munde hören, ja? Also das würde ich nicht über meine Lippen kriegen, aber was wirklich schön ist und oder war bei den Jungs bei der Arbeit so zu gucken. Schon, ja. Die Jungs haben wirklich gut geschraubt. Die waren wirklich geil, top in der Zeit, sicher in dem, was ihr da macht, aber wird sich zeigen, ob das bei anderen Autos nachher dann genauso ist und ob ihr uns denn wirklich nachher aus eurer eigenen Halle hier vertreiben könnt und gegen unsere starke Jury wirklich euch bewährt. Das kriegen wir hin, oder? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ja. Die Zuversicht, die wollen wir sehen. Und nimm die Ölkanne mit. Du behältst deine und ich bring meine. Mei, ob das Getriebe dicht ist oder nicht, das weiß man dann im Nachhinein irgendwann, wenn es mal heiß geworden ist. Aber wir gehen mal davon aus, so sauber wie die es gemacht haben, dass es echt super ist. Genau. Und damit sind wir gespannt. Ich muss mal gucken, wo ich hinfahre. Wir müssen da lang. Ja, an sich. Moment. Alles beschlägt, es ist dunkel. Zum Glück haben wir hier Licht für euch extra. Wo sind wir? Sind wir schon an der Grenze? Genau.